zusammen, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Objektiv berichtet dieses Mal über den Weinreichbotschafter, der am Mittelrhein unterwegs ist. Wir beschäftigen uns mit der Rebsorte Kärner und gehen auf die Suche nach verlorenen Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Familiengeschichten sollen so aufgeklärt werden. Vorher haben die Bilder des Monats den Winter zum Thema. Zwei Leute streifen durch den Wald und suchen nach verunglückten Soldaten, über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. So viel später wollen sie im Auftrag von Familien noch aufklären, wo zum Beispiel der Urgroßvater ums Leben kam. Ganz gleich, auf welcher Seite er gekämpft hat. Und sie haben damit tatsächlich Erfolg. Fliegen, ein Menschheitstraum. Für viele bedeutet es Freiheit. Doch durch die Möglichkeit, die Welt von oben zu überqueren, haben sich auch neue Gefahren in der Kriegsführung entwickelt. Der Tod kann von oben kommen. Tausendfach bedeuteten auch Abstürze den Tod der Piloten. Der Pfälzer Uwe Benkel und seine Arbeitsgruppe graben seit Jahren die Geschichte aus, um Flugzeugunglücke des Zweiten Weltkriegs aufzuklären und schaffen es damit, dass auch heute noch letzte Hinterbliebene ihre innere Ruhe finden. Weil das waren ja alles junge Leute, die haben Familie gehabt, die haben Eltern gehabt, die haben Geschwister gehabt, die haben Frauen gehabt, die haben Kinder gehabt. Ja, und die kamen nicht aus dem Krieg nach Hause, die haben ihr Leben gelassen, ob das jetzt Amerikaner waren, Engländer oder Deutsche. Uwe Benkel und Manfred Dompropst sind unterwegs in einem Wald bei Kaiserslautern. Hier gilt es nicht mehr, einen abgestürzten Piloten zu finden. Man weiß hier, wo im Zweiten Weltkrieg ein deutscher Pilot aus der Vorderpfalz abgestürzt war. Aber Teile seines Flugzeugs sind noch heute hier verteilt, für jedermann zugänglich und können zur Gefahr für Mensch und Umwelt werden. Also hast du vorhin? Ja, ja. Du kannst jetzt schon sicher sein, dass das von dem Flugzeug damals ist? Hier, das ist ein Teil vom Rumpf und der Maschine. Das ist also ziemlich dick hier, das Blech. Das ist deutsche Verniedung hier. Das kann man also an der Nietischen erkennen, dass es deutsches Fabrikat ist. Und sowas liegt noch frei im Wald rum. Und das liegt noch im Wald rum und das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Dieses Aluminium mit den ganzen Mineralien im Erdreich und die Feuchtigkeit, das zersetzt sich dann. Nur 70, 80 Jahre und das ist höchst krebserregendes Zeug. Wenn das also dann ins Grundwasser kommt, und dann ist es natürlich, wie gesagt, brandgefährlich. Ne? Die Einzelteile der Maschine, die man auch heute noch hier findet, können Aufschluss geben über den Flugzeugtyp. Und so zum Beispiel darüber, ob es ein deutscher oder amerikanischer Pilot war und zu welcher Zeit das Unglück passiert ist. Denn die Art der eingesetzten Militärmaschinen hatte sich im Laufe des Krieges gewandelt. Wenn du dir halt vorstellst, dass hier auch Munition dann noch liegen kann, ein Waldarbeiter finden die, dann kann natürlich hier schon mal was passieren, ne? Aber wenn du sie findest, kann auch was passieren. Das Restrisiko ist halt immer da, aber wir können das Risiko mittlerweile einschätzen, ne, weil wir uns ja auch mit Munition auskennen. Wenn wir also von einer deutschen oder von einer amerikanischen Abstürzstelle ausgehen, und dann können wir also auch in der Regel sagen, was hat sie für Munition an Bord gehabt. Mhm. Und wir sprechen ja auch mit Zeitzeugen, die uns dann sagen, okay, das war jetzt eine Maschine, die also im Luftkampf geschossen hat über andere Maschinen, dass die vielleicht schon gar keine Munition mehr an Bord hatte. Ich denke, dass es auch alles aus dem Cockpit-Bereich kommt, wie dieses Bakelit, was wir da dabei gefunden haben. Ich denke, Kleinigkeit ist da noch drin, aber das machen wir jetzt mal zu. Wir wollen nämlich mal da hoch an die Stelle, wo der Haupteinschlag war, weil das hier ist jetzt praktisch nur Splitter. Das Trümmerfeld von der Maschine. Der hat sich also vom Berg runter, hat er sich hier zerlegt. Und wenn wir dann oben an die Stelle, du siehst, also hier ist immer mehr an Ausschläge, was kommt, je höher wir dann an die Abstürzstelle, die eigentliche komme. Das
also ein ziemlich dickes Gehäuse hier. Das ist Aluminium? Oder? Das ist Aluminium, ja. Okay. Das ist also vom Mercedes-Benz Sternmotor. Ja, sieht man also sehr schön hier das gerade Gehäuse. Und hier, das ist noch nicht ganz so verrottet, verwittert, weil das hier praktisch Wind und Wetter ausgesetzt ist. Hier kann sich also die Feuchtigkeit, das trocknet immer wieder, ne, da kann also die Feuchtigkeit nicht so schnell dran arbeiten wie jetzt im Erdreich. Aha. Und deswegen, wie gesagt, hat zwar diesen Überzug, aber vom Aluminium her ist es eigentlich noch Top-Zustand. Beide Sammler haben einen Detektor dabei. Er piept, sobald er in der Erde Metall erspüren kann. Müll von Wanderern kann falschen Alarm auslösen, aber an diesem steilen Hang sind wenige Spaziergänger unterwegs. Da der Unglückspilot aus Freimersheim am Berg abgestürzt war, sieht man auch heute noch eine Schneise im Baumbewuchs. Die Einzelteile der Kriegsmaschine purzelten hunderte Meter weit den Hang herunter. Das andere Stück vom Motor. Auch wieder diese dicke Wandung hier im Gehäuse. Also kann man davon ausgehen, dass der Motor wahrscheinlich oben aufgeprallt ist und dann diese Einzelteile, dass die dann alle hier runtergeschleudert wurden. Was natürlich auch sehr, sehr interessant ist für mich, ich meine, ich mache ja auch dann Jugendprojekte, ne? Also auch mit Schülern von Gymnasium oder Schule. Die lernen dann eigentlich viel mehr, wie wenn sie irgendwas in Büchern lesen. Klar. Ja? Weil das ist nachhaltiger. Sowas bleibt in Erinnerung. So hatten wir im letzten Jahr, hatten wir im Saarland, in Homburg, eine Absturzstelle vom englischen Flugzeug. Da haben dann auch 12 Schülerinnen und Schüler von der Geschichts-AG haben wir dann die Absturzstelle untersucht. Und die haben eine Erkennungsmarke gefunden. Und die wurde die Schwester von der tote Pilot, wurde die übergeben. Ne? Die Schwester, die war 92 Jahre alt. Die hat geweint wie ein kleines Kind. Ne? Die hat sich riesig gefreut. Ja. Die Fundstücke kommen teilweise an Hinterbliebene, wenn es persönliche Gegenstände sind. Und ansonsten? Wenn die ein Heimatmuseum haben, dass man da sagt, wir stellen diese Teile aus mit der Geschichte vom Flugzeug, die Geschichte vom Pilot. Wir geben dem Pilot praktisch ein Gesicht, einen Namen, und dass das dann praktisch hier in der Gemeinde bleibt. Weil hier gehört es hin, hier ist es passiert. Ja, es ist mit der Gemeinde verbunden, dieses Schicksal. Er hätte können auf die Gemeinde stürzen und hätte können hier Leute töten. Ja. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sich mehr oder weniger geopfert, ja, und hat das Flugzeug über den Berg drüber gesteuert. Und deswegen hat man ihm wahrscheinlich auch da oben einen Gedenkstein gesetzt. Immer wieder werden Benkel und sein Team angegriffen, weil sie im Wald die Arbeit von Archäologen machten. Doch diese könnten mit Hilfe von Steuergeldern gar nicht so vieles bergen und aufklären, wie es das ehrenamtliche Team tut. Nach mehreren Gerichtsstreitigkeiten sieht Benkel seine Arbeit nach wie vor als legal an und vor allem als wichtig. Warum engagiert sich Benkel so stark für das Aufspüren von Rätseln? Ein Schatzsammlertrieb? Eigentlich nicht. Weil, ich meine, es sind ja keine Schätze, ne, ja, dass man sagen kann. Aber du willst was finden, um ein Rätsel zu lösen. Auch richtig, ja, so ungefähr kann man sagen, ne, dass man praktisch die Geschichte, den Schlüssel, um praktisch dieses Geheimnis zu lösen. Er ist ja, ich kann sagen, in der Zeit gestorben. Es war halt eine schlimme Zeit, ne, Zweiter Weltkrieg, mit Krieg und Töten und. Aber, wie gesagt, er hat es bestimmt auch nicht freiwillig gemacht, ne. Und das ist halt das Problem, weil wir haben sehr viele Anfragen jetzt auch von Amerikanern, von Engländern, die jetzt nach 70 Jahren, so die nächste Generation, die dann praktisch wissen möchten, was ist mit meinen Angehörigen passiert, wo sind die umgekommen. Wir würden gerne an diese Stellen zurückkehren, ja? Gucken, wo ist er umgekommen, im Wald oder sonst irgendwas. Und es sind also noch sehr viele Deutsche, die das nicht verstehen. Ne? Die sagen sich, warum tut ihr jetzt Gedenksteine für Amerikaner, für Engländer errichten? Weil die haben unsere Städte zerbombt, die haben unsere Bevölkerung getötet. Und da kann ich halt entgegnen, gut, wir leben jetzt 70 Jahre später. Ne, wir sind also eine Generation, die also von diesem ganzen Ereignis Abstand gewonnen hat. Ich habe letztens mit einem Überlebenden aus dem KZ gesprochen. Und er sagt also, man kann unsere Generation nicht dafür verantwortlich machen, was damals passiert ist. Aber man kann uns verantwortlich machen dafür, wenn sowas nochmal passiert. Die Fundstücke haben keinen materiellen Wert, aber sie können Schicksale aufklären. Denn bis heute hat die Katastrophe Krieg tiefe Wunden geschlagen. In den Wald und in Familien. Vor allem aus Deutschland und den USA stammen die Menschen, die auf die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung zugehen. Und für viele konnte das Schicksal der Vorfahren durch die Ehrenamtlichen aufgeklärt werden. Für seine Arbeit hat Uwe Benkel die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten.
Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns mit den Flüssigkeiten, die für unser Land besonders bekannt und beliebt sind. Wir schwimmen nicht im Rhein, sondern es geht um Edleres. Wir tauchen in die Welt des Weins ein und klären auf, was es mit den jeweiligen Sortennamen auf sich hat. Dieses Mal ist der Kärner an der Reihe. Winningen ist eine evangelische Enklave an der überwiegend katholischen Mosel. Das ermöglichte dem Ort schon früh den Handel mit evangelischen Regionen und trug zu einem gewissen Reichtum bei. Doch auch die wunderbare Lage, in der gute Weine wachsen, hat den Ort groß gemacht. Seit 865 nach Christus gibt es Winningen an der Mosel. Den Wein hatten einst die römischen Einwanderer hierher gebracht und angebaut. Der Kärner hat seine Blüte hinter sich. Er wird fast ausschließlich hier in Deutschland angebaut. In der Pfalz oder Rheinhessen werden noch mehr als dreimal so viele Kärnerflaschen produziert wie an der Mosel. Bei euch gibt es auch den Kärner. Ist der dann typisch für die Mosel? Eigentlich nicht so typisch. Also ich würde sagen, in den 70er, 80er Jahren hat er sich hier verbreitet, den Riesling zum Teil sogar verdrängt. Mittlerweile hat man sich aber wieder auf den Riesling zurückbesinnt. Ein bisschen wird noch angebaut, wir bauen auch noch ein bisschen an. Dagegen spricht, dass der Riesling hier absolut die Identitätsrebsorte ist. Und ja, für den Kärner spricht, dass er halt auch dadurch auch ein Teil der Geschichte der Mosel geworden ist, dass er in den 70er, 80er hier angebaut wurde. Und ist auch eine Alternative. Die Landschaft ist geprägt von Bergen, die mit Reihen von Reben bedeckt sind, und dem Fluss, der sich zwischen den Hängen hindurchhangelt. Bis zum Wasser gehen die Weinreben nie. Zu groß ist die Gefahr, dass die Stöcke bei Hochwasser weggeschwemmt werden. In jeder Rebe steckt schließlich viel Arbeit. Wieso hat man damals angefangen, verstärkt den Kärner hier anzubauen? Ja, dadurch, dass der Kärner höhere Mostgewichte hat und gerade jetzt 70er, 80er Jahre die Prädikate Spätlese, Auslese für viele Winzer, auch für viele Kunden wichtig waren, hat sich der Kärner hier verbreitet, weil man mit dem Kärner halt schneller diese Mostgewichte hatte und dann schneller die Prädikate oder eher diese Prädikate hatte für die Weine. Was ist unter Mostgewicht genau zu verstehen? Ja, Mostgewicht ist quasi der Zuckergehalt der Trauben bei der Weinlese. Was allerdings heutzutage eher in den Hintergrund gerät. Man achtet mehr auf die Reife, auf moderate Erträge. Ja. Wo wird der Kärner denn am besten angebaut? Braucht er einen bestimmten Boden, wie hier den Schiefer, oder ist das egal? Der Kärner auf jeden Fall in flacheren Regionen, weil er früher reif wird. Ja. Und da in den steileren Hängen hat der Kärner auf jeden Fall keine Chance. Zu was kann ich denn so einen Kärner am besten trinken? Also wir bauen den Kärner fruchtsüß aus, daher findest du fruchtsüße Weine passen unheimlich zu schärferer asiatischer Küche. Da finde ich, ist das eine gute Harmonie. Aber sowas Süßes geht auch mal einfach ohne Essen, so einfach zum Spaß, ne? Genau, das geht auf jeden Fall auch. Wir bleiben in den Weinbergen. Manes Meckenstock ist Kabarettist, Moderator und Autor aus Düsseldorf. Von dem Projekt Weinreich der Rheinland-Pfalz-Touristik wurde er durch alle Weinanbaugebiete in Rheinland-Pfalz geschickt, um traumhafte Landschaften und landestypische Traubenweine zu erkunden. Dieses Mal ist er mit seiner Kamera im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zu Gast. Ja, guck, Hemel begrüße ich ganz, ganz herzlich vom Mittelrhein. Und dass dieses Weinanbaugebiet weit mehr ist als nur Lorelei, das zeige ich euch jetzt. Früher in der Schule habe ich bei der Lorelei gerne weggehört. Bei Wagners Rheingold bin ich weggelaufen und jetzt darf ich dorthin, wo der Mythos seinen Ursprung hat. Ziel meiner Reise ist Boppard. Ich entschließe mich, mit dem Zug hinzufahren, gilt der romantische Rhein doch als eine der schönsten Bahnstrecken der Welt. Steile Schieferhänge, weltbekannte Lagen und eine Burg nach der anderen. Erst jetzt wird mir bewusst, warum die UNESCO 2002 dieses Mittelrheintal zum Welterbe ernannt hat. Und ich habe plötzlich ein Lied im Ohr. Einmal am Rhein. Als ich in Boppard auf dem Bahnhof ankomme, liegt direkt gegenüber das Weingut Heiliggrab. Na, wenn das mal kein Omen für die nächsten Tage ist. Ich entschließe mich zu einem Spontanshoppen im wunderschönen Biergarten und habe sofort das Gefühl, yo, ich bin angekommen. Und dann gucke ich mir das Städtchen an. Boppard gilt als die Perle des Mittelrheins und das zu Recht. Die Stadt ist nämlich bewusst mit ihrem historischen Erbe umgegangen.
Aus der Römerzeit stehen noch die Restmauern eines alten Kastells. Ein Teil der mittelalterlichen Stadtmauer, der Säuerlingsturm, ist an anderer Stelle wieder aufgebaut worden, als er für den Bahnhof weggerissen werden sollte. Und alte Häuser mit wundervollen Fassaden strahlen Gemütlichkeit und Geborgenheit aus. Eine solch gelungene Stadtplanung würde man sich andernorts wünschen. Sogar der Rathausplatz ist mit einem Brunnen so gestaltet, dass man sich gerne einmal aufs Bänkchen setzt, um die Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Und wem das nicht Einkehr genug ist, der kann in die Severuskirche gehen, die bekannt ist für ihre Fresken und wunderschönen Buntglasfenster. Besonders gelungen fand ich die Rheinuferpromenade. Essen, Trinken, Flanieren oder Fahrradfahren. Hier ist alles nebeneinander möglich. Schmuckvolle Hotels und alte Gründerzeitvillen sorgen für eine schöne Ansicht. An den Anlegern stoppen die Kreuzfahrtschiffe und ergießen die Asiaten und Amerikaner in die Altstadt. Anfangs dachte ich, ein Karnevalsverein käme mir entgegen. So laut, bunt und schrill kenne ich die Umzüge bei uns. Aber es waren nur US-Bürger, die alles amazing fanden. Wahrscheinlich ist es auch great, als Gruppe die engen Gassen zu blockieren und die Shops zu stürmen. Souvenirs sind angesagt. Von Omas Steingutbowle mit Burgmotiven über Handschellen bis hin zur Holzmadonna. Na, wenn das kein himmlisches Angebot ist. Wir starten in den zweiten Tag und das bei strahlendem Sonnenschein. Zum Pflichtprogramm eines jeden Bobhard-Besuchers gehört, mit dem Sessellift hoch zum Gedeonseck zu fahren. Fast 240 Höhenmeter überwindet dieses Transportmittel, das nicht unbedingt mein Vertrauen genießt. Passiert ist noch nichts, aber ich spiele für mich sämtliche Horrorszenarien durch, fühle mich hilflos und werde immer leicht panisch, wenn das Körbchen eine Bodenstütze passiert. Über Reben schweben habe ich mir anders vorgestellt. Einen Vorteil hat die Fahrt, sie wirkt verdauungsfördernd und die Rückfahrt bergabwärts ist deutlich entspannter, weil ich dem Abgrund ins Gesicht blicken kann. Oben angekommen entschädigt die Aussicht für alles. Der Blick auf die Rheinschleife ist grandios. Eine solche Kulisse bekommt selbst Hollywood nicht nachgebaut. In dieser Krümmung liegt der berühmte Bobbachter Hamm, eine der bekanntesten Lagen des Mittelrheins. Zu 90% wird hier Riesling angebaut und um die hohe Qualität dieser typischsten deutschen Traube gewährleistet zu wissen, haben sich die Winzer zu einer Riesling-Charta zusammengeschlossen. In den Steilhängen wird nach alter Tradition im Terrassenbau und mit mühevoller Handarbeit dieser elegante Wein hergestellt. Wieder im Tal angekommen, mache ich mich auf nach Bobbard Holzfeld zum Ziegenhof. Glückliche Geißen und Böcke in natürlicher Umgebung liefern Regina von Hilchen das, was sie braucht, um erstklassigen Käse herzustellen. Und weil sich eine Region ja immer über Essen und Trinken erschließt, probieren Sie dazu einen hausgemachten Mostert der Bobbarder Öl- und Senfmühle, machen sich noch ein lecker Fläschchen Söswing ob und die Landschaft wird noch schöner. Die kann man besonders von der Burg Rheinfels genießen. Hoch über St. Goar thront die Befestigungsanlage, die von den Truppen des französischen Sonnenkönigs zerstört wurde. Auch als Ruine bietet Rheinfels immer noch ein beeindruckendes Bild einstiger Macht. Und die Aussicht ist einfach großes Kino. Zum Abschluss eines schönen Tages kehren wir in der Philipsmühle ein. Ausnehmend idyllisch kommt dieses Örtchen rüber. Eine funktionsfähige Mühle, die noch betrieben wird. Während das Rad seine Runden dreht, kann man sich in einem malerischen Biergarten mit rustikaler Regionalküche verwöhnen lassen. Und dazu spitzenmäßige Weine trinken. Die machen des Müllers Söhne, Thomas und Martin Philips. Die beiden Jungs haben sich mit zwei weiteren Kumpels zusammengetan und nennen sich die Gipfelstürmer. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte Lagen zu rekultivieren und dieses Kulturgut zu retten. Und dies machen sie auch mit so viel Herzblut und Enthusiasmus, dass man gerne ein Gläschen mehr für diesen unterstützenswerten Zweck trinkt, nach dem schönen Motto »Rette Schicksalslage«. So, ihr Lieben, auch am dritten Tag scheint der Sonnenschein. Ach, wat will Mommy? Et Sönneken scheint wieder und irgendwie kann es kein Zufall sein, dass sich Rhein, Wein und Sonnenschein reimen.
Wir fahren mit dem Boot rheinabwärts. Die Fahrt macht Spaß. In Braubach erklimmen wir den Berg zur Marxburg, die einzig nicht zerstörte Höhenburg am Rhein. Sie ist Sitz der Deutschen Burgenvereinigung und in der Anlage befindet sich ein malerischer Garten, der nach mittelalterlichem Vorbild angelegt ist. Eine Führung ist empfehlenswert. Das ritterliche Leben lässt sich nachfühlen und ich lerne noch viel über die deutsche Sprache, wo nämlich verschiedene Ausdrücke herkommen. Auf der Rückfahrt machen wir Stopp in Spey, einem typischen Rheindorf, das touristisch noch nicht so erschlossen ist. Mit seinen Fachwerkhäusern und seiner Atmosphäre wirkt es trotzdem einladend. Dann mittendrin ein starker Kontrast. Das Weingut von Matthias Müller. Und wenn ihr hier am Mittelrhein seid, macht unbedingt bei einem der hiesigen guten Winzer eine kleine Weinprobe. In diesem Sinne, Prost! Gute Weine hier am Mittelrhein sind mittlerweile selbstverständlich, ähnlich wie eine gute Unterkunft. Der Weiße Schwan in Braubach. Caroline König Kunz, der Name ist echt und keine Erfindung von Rosamunde Pilcher, hat das künstlerische Können ihrer Eltern geerbt und hat die denkmalgeschützten Häuser in kleine Kostbarkeiten verwandelt. Dafür wurde das Ensemble auch zum besten Landgasthaus 2013 im deutschsprachigen Gebiet gewählt. Ein naturbelassener Garten von besonderer Schönheit. Gasträume mit antiken Möbeln und gemütlichen Ecken ziehen mich sofort in ihren Bann. Die Gästezimmer sind Themen zugeordnet, die Möbel historisch, entsprechen aber trotzdem dem zeitgemäßen Standard. Der vierte und letzte Tag. Für mich heißt es heute Abschied nehmen und es geht rheinabwärts. Der Abschied fällt mir schwer, als ich durch Rhens fahre. Mein Gott, ist das eine schöne Altstadt. Auf dem Rückweg erfülle ich mir noch einen anderen Wunsch, die Besichtigung von Schloss Stolzenfels bei Koblenz. Direkt gegenüber der Lahnmündung in den Rhein liegt das herausragende Werk der Rheinromantik. Der damalige preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. Bekam von der Stadt Koblenz eine Burgruine geschenkt, die er sich von Schinkel zu seiner Sommerresidenz umbauen ließ. Allein schon der Weg durch den Landschaftspark hinauf ist märchenhaft. Eine Führung empfiehlt sich. Ein Teil der Inneneinrichtung ist erhalten geblieben, wie die Gemächer der Königin oder die Rittersäle. Der kleinere ist mit aufwendigen Wandmalereien versehen, die die ritterlichen Tugenden darstellen. Der größere wird dominiert von einer langen Tafel und Ritterrüstungen. Wie winzig die damals waren. Ich würde heute noch nicht mal mit der linken Wade in eine solche Büchse passen. Schloss Stolzenfels wurde in der Bundesgartenschau 2011 mit einbezogen und der Schlossgarten wieder so angelegt, wie ihn der Gartenbaumeister Lené ursprünglich geplant hatte. Und hier sitze ich nun, höre das Wasser plätschern und mir wird wie die letzten Tage schon so oft bewusst, warum dieser romantische Rhein zum Welterbe gehört. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon. Vier wunderschöne Tage liegen hinter mir. Mir wort Vergnügen und Plaisir. Ich sag einfach mal bis demnächst. Danke und tschüss, eure Manus. Zum Schloss Stolzenfels gibt es sogar einen Shuttle-Service aus dem Tal, der leider nur mäßig funktioniert. Daran kann man ja noch arbeiten. Aber neben den originalgetreuen Zimmern preußischer Adliger ist es vor allem der italienisch anmutende Garten, dessen Flair man erlebt haben sollte. Auch ich sage Danke und Tschüss. Beim nächsten Mal lernen wir ein typisch regionales Gericht von Mittelrhein und Westerwald kennen und eine besondere Möglichkeit, zwischen pfälzischen Feldern Urlaub zu machen. Wir bleiben für Sie objektiv. Tschüss.